So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der Bart ist ab, wie man sieht. Der Ramses sieht einigermaßen gepflegt aus. Kennt man ja gar nicht von ihm. Die Frisur ist immer noch scheußlich. Aber morgen startet das Sinnoh-Event, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon losgegangen. Anders als sonst startet das nämlich nicht abends um 22 Uhr, sondern direkt frühs um 8 Ortszeit. Sprich, heute früh um 8 konntet ihr eure 7 Kilometer Eier in die Brutmaschinen legen und hoffen, dass ihr ein Shiny Riolu brütet. Wir haben hier nochmal kurz die Fakten zusammengefasst von den Pokefans, von der Seite pokefans.net. Zeitraum also vom 7. Februar bis zum bis zum 8. Februar. 7. Februar, 8 Uhr. Heute früh ging es also los. Bis zum 10. Februar, 10 Uhr. Und das Besondere ist, nicht nur Sinnoh-Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Es gibt nicht nur neue Shinies, nämlich Riolu, was ihr eben brüten könnt. Und Hippopotas, was ihr aus den Feldforschungsaufgaben bekommen könnt oder auch wild fangen könnt. Nein, nicht nur die Shinies, sondern ihr könnt sogar gleich 2 7-Kilometer-Eier aus einem Geschenk bekommen. Ich habe versucht, meine Sachen noch wegzubrüten, muss jetzt gucken. Versuche ich wieder mit den Zweitaccounts da. Da habe ich immer so viele Coins drauf. Damit mache ich ja keine Raids und gar nichts. Die setze ich aber immer fleißig in Arenen. Da muss ich bei dem Großen nichts kaufen. Bei dem Großen kaufe ich nur, wenn ich Raid-Touren machen möchte und so weiter. Bei den Kleinen sammle ich immer die Coins, mache dann schön die Brutmaschinen her, brüte alles, was das Zeug hält, tausche mir das rüber. So mache ich es immer. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Und anlässlich der 2 neuen Shinies, die released werden, und weil ich letztens ja schon ein Video gemacht habe, alle Generation 1 Shinies plus Familien komplett, hab das ja gesammelt, und die zweite habe ich auch schon die ganze Zeit voll. Theoretisch habe ich die dritte auch voll und die vierte und die fünfte. Eigentlich habe ich alle voll, aber es kommen ja immer zu wieder neue dazu, sodass dann wieder was fehlt. Möchte ich heute den zweiten Teil machen. Nach Generation 1 kommt nämlich Generation 2. Passend dazu hätten wir jetzt eigentlich Generation 4 machen müssen, weil die beide ja von der Generation 4 sind. Aber ich möchte erstmal das Event spielen. Mal gucken, vielleicht können wir die dann auch gleich noch mit reinnehmen. Und heute geht es um Generation 2. Alle Shinies der zweiten Generation plus Familien vollständig im Living Dex auf der Hand. Das möchte ich mir heute mit euch angucken. Da geben wir mal schillernd ein. Hier seht ihr natürlich, die erste Generation ist nach Pokédex-Nummer sortiert. Wer die Folge nicht gesehen hat, zieht ihr euch auf jeden Fall nochmal rein. Ihr seht, das sind ja auch die Halloween-Shinies dabei mit den Halloween-Kostümen. Das Lucky ist aus Versehen da drin, die brauche ich nicht. Dann sind die ganzen C-Day-Shinies, die ganzen Familien, die ganzen Pikachus, die ganzen Alolas, etliche Babys, alles Mögliche. Wir müssen aber mal runterscrollen zu Generation 2, ihr seht oben 781 Shinies insgesamt. Hier sind auch die legendären, von jedem ein Glücks-Shiny und ein normales. Dann hier auch ein Glücks und ein normales. Hier sieht man das nochmal, Glück, normal, normal und Glück, alles dabei. Und wir kommen, bei Mewtwo natürlich auch, hier Mewtwo und glückliches Mewtwo, wunderbar. Wir kommen jetzt aber zu Generation 2, angefangen wieder mit den Startern. Und wenn wir noch einen Schatten unten haben, entwickeln wir das durch. Wenn wir mehrere haben, wir haben mehrere. Endivir ist jetzt nicht so interessant, gab es ja den Community Day. Da hat sicherlich jeder eins abbekommen. Lorblatt, Meganie, wie sagt man dazu? Feuriegel genauso, C-Day-Pokémon, und das gleiche gilt für Igelava, für Tornupto, Kanimani, ist wohl sein Lieblings-Pokémon immer noch. Sieht auch als Shiny ganz witzig aus, wie es immer den Mund offen hat. Tyrakrok natürlich, Impagador, darf nicht fehlen. Jetzt kommen wir zu einem kleinen speziellen Freund, den es also nicht im C-Day gab, Visor. Und wie gesagt, immer wenn ein Punkt dran ist, dann kann ich das theoretisch abgeben. Die beschriftet sind, sind entweder, weil es die höchsten sind oder weil die getradet sind, dass die eben fest auf dem Account verankert sind. Aber wenn ein Punkt dran ist, dann brauche ich das eigentlich nicht. Könnte das wegtauschen. Der Schatten ist aber auch weg, denn wir haben auch schon ein
Wie Senior entwickelt. Sehr schön, sieht auch gut aus. Das X-Bad haben wir letzte Folge entwickelt bei Generation 1 Shinies, weil das ja dann aus dem Goldbad entsteht. Ist aber hier bei Generation 2 natürlich mit drin, zur Vollständigkeit. Deswegen seht ihr das hier nochmal. Hier habt ihr Pichu, Pichu mit Partyhut, Pichu mit Bubihut, Pichu mit Ashcabby, Pichu mit mit dieser Weihnachtsbeanie, mit der Winterbeanie. Bei Pichu muss ich sagen, gut, da fehlen noch ein paar mit Mützen, die es gibt. Aber die Familie ist trotzdem erstmal vollständig. Es gibt nochmal eine Abwandlung bei den Spezial-Event-Shinies. Aber wenn die nochmal zurückkommen, wird wieder fleißig gebrütet. Damals war das noch alles nicht so. Jetzt geht's weiter. Hier die Babys. Das ist unbrauchbar, weil das Lucky ist. Deswegen habe ich mir noch eins gegönnt. Hier Shiny P, Fluffeluff, Togepi, Togetic ist auch schon durchentwickelt, ist aber ja dann wieder die nächste Generation, die eben mit einem Sinnoh-Stein entwickelt werden kann. Obwohl die Sinnoh-Stein-Entwicklungen werde ich hier auch machen, sonst finde ich die ja, wenn ich in der nächsten Generation bin, nicht. Die treten ja dann nicht auf. Ihr müsst sie ja hier entwickeln, dass sie dann in der anderen erscheinen, sozusagen. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Natu haben wir am Start, Xatu haben wir am Start, Voldilam wieder ein C-Day-Pokémon, genau wie Vati, Ampharos, Bluebella natürlich auch entwickelt von der ersten Generation heraus. Azurill haben wir, das Baby. Wir haben alle Baby-Pokémon in einer Folge mal gemacht, deswegen seht ihr das nicht. Das kommt ja auch erst in der späteren Generation, also das Baby dazu. Ihr seht hier jetzt aber Meryl und Azumarill. Dann ist das andere halt Azurill. Azurill, Maril, Meryl und Azumarill. Ach, wie auch immer. Genau wie das Baby vom Mogelbaum, was wir uns auch gegönnt haben, gelaufen sind, es entwickelt haben. Deswegen Mogelbaum, Shiny, auch auf der Hand, wunderbar. Da bin ich besonders stolz drauf. Den finde ich besonders genial. Den habe ich aber, glaube ich, bekommen von Canvas 92. Gut. Ein anderes war von... Von wem war es denn? Ich glaube vom Bockwurst King. Das sehen wir aber dann, wenn wir wieder zum Mobile kommen. Bei Mobile müsste das direkt noch dran sein, dass der Bockwurst King das getauscht hat. Hier habt ihr jetzt also ein Quaxo noch als Entwicklung. Hier ein Griffel. Und ihr seht, bei Ambidiffel ist ein Schatten da. Da könnten wir also theoretisch eins entwickeln. Normalerweise das Höchste. Das Höchste ist jetzt hier aber mit einem Punkt. Aber ich habe eh so viele, die ich abgeben könnte. Und ich glaube, keiner braucht Griffel. Deswegen entwickeln wir erstmal das Griffel zu Ambidiffel Shiny. Eben auch neuer Eintrag. Habe ich noch nicht gehabt. Ist jetzt hier in der Generation zwar dann nicht angezeigt. Kommt dann hinten in der Generation nochmal. Aber so taucht es wenigstens dann auf. Wenn ich es jetzt nämlich nicht entwickle, steht es nämlich hinten auch nicht dabei. Wisst ihr, wie ich es meine? Jetzt haben wir es, genau. Sieht auf jeden Fall auch lustig aus. Diese drei, wie viel? Zwei Arme hat das ohne Hände, aber hat am Schwanz zwei Riesenhände. Also eigentlich sieht das richtig merkwürdig aus. Jetzt sind wir wieder zurückgesprungen. Das ist ja richtig krass. Jetzt müssen wir wieder runterscrollen. Da habt ihr noch die restlichen Griffel. Ihr seht, da geht nichts verloren. Jetzt ist der Schatten auch unten weg. Sonnenkern haben wir hier dabei. Auch zum Abgeben sogar so ein Flora haben wir. Da ist leider eins Lucky geworden damals. Das war vom Kalle, genau. Da hat er sich gefreut, ich mich natürlich nicht. Aber habe ja noch ein zweites bekommen. Das war dann nämlich hier vom Nebels. Grüße gehen raus an Nebels. Der will heute eigentlich auch vorbeikommen, dass wir endlich mal die Müller-Milch-Challenge machen. Der Tobi hat sich ja nicht mehr gemeldet. Also versuche ich es mit dem Marco. Vielleicht lässt er mich nicht hängen. Mal gucken, wie es ausgeht. Hier haben wir jetzt Janma, da haben wir auch einige Exemplare und wir wollen gar nicht lang schnacken, denn da unten ist ein Schatten. Deswegen den nächsten Sinnoh-Stein rausgeballert, Janma zu Jan Mega entwickelt. Sinnoh-Steine waren sonst immer so Mangelware, aber in letzter Zeit, gerade wenn ihr die Go Battle League spielt und ihr schafft zwei Kämpfe ohne Premium-Belohnungen, ich habe so oft jetzt schon beim zweiten Kampf, den ich gewonnen habe, bei dem Item einen Sinnoh-Stein bekommen. Finde ich also richtig genial hier für die PvP-Liga, für die Hyper-Liga, ne? Ein bisschen pushen auf 2,5, dann könnt ihr das auch mitnehmen. Käferflug braucht man vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Da drücken wir auch mal drauf. Jetzt sind wir bestimmt wieder rausgeflogen, müssen wieder scrollen.
Gut, soweit mussten wir gar nicht scrollen. Scrollen aber hier weiter durch. Jan Mega haben wir also da noch ein paar. Dann haben wir ein Psyana natürlich. Da kann man jetzt auch die ganzen Psyana mit dem Blumenkranz sammeln. Finde ich aber total schwachsinnig und sinnlos. Also, ich habe alle, ist ja nicht so, dass ich keins bekommen habe und deswegen es nicht gesammelt habe. Ich habe einfach alle, die ich habe, genommen und habe sie weggetauscht an andere. Weil das war mir einfach zu dumm. Und da habe ich mich auf die besonderen Sachen spezialisiert. Gut, jetzt habe ich nachgegeben und habe angefangen, auch Pichus mit Mützen zu sammeln als Shinies. Was ich eigentlich auch nie machen wollte. Das normale Pikachu hat mir eigentlich gereicht als Shiny mit Mütze. Jetzt ist man, da man alle Pikachus hat, ausgewichen auf die Pichus und versucht da noch alle zu kriegen, aber wenn man keine Ziele mehr hat, muss man sich einfach immer neue suchen oder stecken oder wie genau. Das Psyana sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Das Nachtara habt ihr hinterher. Viele sagen ja, Nachtara sieht sowieso besser aus, aber mir gefällt dieses Pfeffigrün einfach richtig gut. Grimmurks haben wir hier, das haben wir sogar schon mal entwickelt. Traunfugil und Traunmagil ist auch entwickelt. Jetzt habt ihr wohin genau? Einmal als männliches, einmal als weibliches mit Lippenstift, einmal als weibliches mit Partyhut, einmal als männliches mit Partyhut und wie gesagt, alles shiny, ne? Da war es das Gute. Die sind ja in Raids aufgetaucht und mit den kleinen Accounts, mit den Zweit-Accounts, mit den Smurf-Accounts, wie man sagen würde, habe ich dann immer die Raid-Pässe an den kleinen Raids gemacht. Es hat nicht lange gedauert, bis mal ein Shiny dabei war. Dann hat man sich das wieder rübergetauscht. Dann hat man radikal gejagt, Shiny bekommen, sich rübergetauscht. Ich musste mit dem großen Account also keine Pässe kaufen, keine Pässe verschwenden. Mit dem Großen kann ich mich immer auf den Fünfer-Raid spezialisieren, konzentrieren, komplett alle Kraft und Zeit da reinstecken, Erfahrungspunkte immer mitnehmen, während ich mit den Kleinen eigentlich immer am Shiny-Farmen bin. Und dafür dann eben auch die Tauschfunktion nutze, um eben die Shinies zu traden oder mit anderen Leuten Shinies zu traden, wenn die was haben, was ich nicht habe oder was doppelt haben und ich was doppelt habe, ist für mich immer noch die sinnvollste Sache, Shinies zu traden. Ich würde mir niemals einen neuen Pokédex-Eintrag traden. Irgendwann kriegt ihr sowieso alles hinterhergeworfen, auch bei den Kontinentalen oder so, wenn man da auf eine Safari fährt, kriegt man da ja auch gut was mit. Aber Shinies, die eben so individuell sind oder manchmal eventabhängig, finde ich, lohnen sich zu traden. Dann habt ihr hier natürlich noch Tansa, da haben wir auch ein paar dabei. Und Forstelka, da ist aber auch ein störender Hintergrund, wie ich finde. Deswegen können wir hier eigentlich auch das Höchste, was wir auf der Hand haben, noch nehmen und entwickeln. Gut, das Höchste, die zwei geben sich eigentlich nicht viel. Die sind eigentlich zum Abgeben, aber solange ich es noch nicht abgeben muss, ist es ja egal. Ich hau hier einfach mal das raus. Nochmal 50 Bonbons verschwendet, um nochmal einen Tansa zu Forstelka zu machen. Eben ohne diesen Lucky Hintergrund. Und trotzdem ist ein Punkt dran. Trotzdem kann man es eigentlich tauschen, wenn es jetzt jemand tauschen wollen würde oder möchte. Was war denn da los schon wieder? Die Go-Kampfliga ist wieder verfügbar. Sehr schön. Das bringt mir jetzt aber auch nichts. Hier also Forstelka noch entwickelt. Jetzt seht ihr auch diesen grünen Hintergrund statt dem anderen. Seht ihr nochmal den Unterschied? So sieht man die Shiny-Farbe und so kriegt man Augenkrebs. Also lasst euch nicht blenden. Skorgler haben wir hier natürlich. Skorgro, der hier aber auch nicht erscheint, ist ja wieder eine andere Generation. Stalos ist dabei. Snubbull ist dabei. Genauso wie Granbull. Scherox ist dabei, ein hundertprozentiges Shiny Scherox auf jeden Fall mit 3001 WP. Das hat auch so eine geile Farbe von dem Rot zum Grün gewechselt. Potrot dabei mit seinem kleinen blauen Panzer, sogar hier WP10. Ist das nicht süß? Ist das nicht herrlich? Sneeble haben wir noch ein paar mitgenommen, da war ja auch die Shiny-Rate erhöht. Quiegel, wie das C-Day-Pokémon. Genauso wie Keifel. Mamutel ist dann wieder eine andere Liga. Das kommt dann wieder weiter hinten. Botogel habe ich damals eins von Pupsi bekommen. Das war, glaube ich, hier am 24.12.2018. Hier Super Sani. Aber habe ich aber schon mal gesagt. Hat sie mir damals als Weihnachtsgeschenk gegeben. Das war richtig genial. Panzereron haben wir dabei. Hundusta, Hundemon, Cetraking, Darmhirplex ohne Glöckchen.
Ja, aber Ramses, das mit Glöckchen ist doch viel mehr wert. Deswegen haben wir das mit Glöckchen ja auch noch im Weihnachtsevent bekommen. Und nach dem Weihnachtsevent konntet ihr natürlich ohne die Glöckchen das Damierplex nochmal bekommen. So als Shiny. Nimmt man natürlich gerne mit. Man muss alles haben. Kusilla ist hier noch dabei. Elekid ist dabei. Die ganzen Babys, wie gesagt, haben wir ja in einer extra Folge entwickelt. Hier leider Glücks-Pokémon, was nicht schlimm ist, denn wir haben da noch genügend andere von den Magpi über. Raikou haben wir auch dabei natürlich. Raikou normales Shiny, Raikou Glücks-Shiny, denn bei den legendären lohnen sich ja gute IV. Aber was braucht ihr bei einem kleinen Shiny Magpi, was ihr sammelt? Jetzt ein 98er oder so, ist Quatsch. Dann haben wir natürlich noch mehr Raikou, wir haben Entei dabei und Entei auch als Glücks-Shiny. Wir haben auch Suicune und Suicune als Glücks-Shiny. Jetzt macht ihr kurz die Augen zu, während ich durch die weiteren 2000 Suicune scroll. Denn dann kommt Lavitar. Auch vom C-Day damals, Lavitar gegönnt, ein paar mitgenommen. Hatte ich damals ja auch ein 98%iges Shiny bekommen, was ich eben dann zum Despota gemacht habe mit Katapult Steinkante. Hier habt ihr Pupita. Das ist übrigens das, worüber ich gerade geredet habe. Da sind wir damals immer noch zur Feste Coburg, sind um die Feste rumgelaufen. Am 16.06.2018 war das. Coburg, Bayern, Deutschland mit Katapult Steinkante ist auch gerade geboostet. 3800, das ist auf jeden Fall stark. Ein paar habe ich noch so entwickelt, was die höchsten waren. Dann haben wir natürlich noch Lugia, auch als Lucky Shiny, sowie als normales Shiny. Da haben wir auch etliche mitgenommen, das war ja auch schon so oft da. Damals komplett ausgerastet, in der zweiten Rückkehr nochmal mitgenommen, in der dritten Rückkehr nochmal mitgenommen. Ho-Oh finde ich seltener als Lugia, denn Lugia kam einmal alleine, glaube ich, zurück und Ho-Oh nicht. Lugia war einmal mehr da, meiner Meinung nach. Also wenn man mich fragt. Also wenn ich es jetzt zu sagen hätte. Also ich kann noch fünfmal das gleiche sagen. Ho-Oh auch hier als Lucky Shiny. Natürlich auch als normales Shiny dabei. Und dann sind wir auch schon durch. Jetzt wird es weitergehen mit der dritten Generation. Ihr seht, komplett alle Shinies aus der zweiten Generation. Vollständig mit Familie. Alles auf der Hand. Ne? Was will man mehr? Ich guck mal, wie das Event verläuft. Ich guck auch mal, wann wir die Folge 3 raushauen mit alle Shinies der dritten Generation. Da muss ich auf jeden Fall noch ein paar entwickeln. Im Video habe ich ja jetzt auch, obwohl die ich jetzt entwickelt habe, sind ja meistens dann in die nächste Generation gesprungen. Das ist aber egal. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal in die Kommentare, welches ist euer Lieblings-Shiny aus der zweiten Generation? Welches fehlt euch noch, wollt ihr aber unbedingt haben? Und wie viele Shinies habt ihr insgesamt so auf der Hand? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.